Jenseits des Blaus. Astronomen haben Jahrzehnte damit verbracht, nach Objekten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems zu suchen. Was wären im Wesentlichen interstellare Besucher aus einem außerirdischen Sternensystem? Aber ohne Erfolg. Aber gerade dann, wenn alle Hoffnung verloren zu sein scheint, passieren einige der wunderbarsten Dinge. Für diese Astronomen war es so ähnlich. Nachdem wir jahrzehntelang absolut nichts gefunden hatten, geschah etwas völlig Unerwartetes. Zwei Objekte kamen gleichzeitig an. Wissenschaftler und Astronomen aus der ganzen Welt, SETI und sogar die NASA beteiligten sich an der Untersuchung dieser mysteriösen Besucher. Was könnten wir von ihnen lernen? Was war ihre Entstehungsgeschichte? Wo kommst du her? Und wann können wir mit der Ankunft des Nächsten rechnen? Das erste Objekt tauchte aus der himmlischen Leere auf und war nur als winziger heller Fleck auf dem Teleskop eines Weltraumobservatoriums auf Hawaii sichtbar. Das Objekt taumelte mit 92.000 Kilometern pro Stunde durch den Weltraum und kam aus der Richtung von Vega, einem außerirdischen Stern, der 147 Billionen Meilen entfernt liegt. Sie hatte die Form einer länglichen Zigarre und war 1000 Meter lang. Das ist nicht sehr groß für einen Kometen oder Asteroiden. Aber das heißt, wenn es überhaupt ein Komet oder Asteroid war. Es hat sich möglicherweise zu einem unheimlichen Raumschiff-ähnlichen Scheibe geformt, und als es entdeckt wurde, war es bereits an unserer eigenen Sonne vorbeigezogen, hatte eine glatte Haarnadelkurve gemacht und raste in eine andere Richtung davon. Eine sehr unnatürliche Bewegung und ein Verhalten für einen Asteroiden oder Kometen. Gerade als sich die Astronomen von dem Schock, der Ehrfurcht und der Verwirrung dieses Überraschungsbesitzer erholten, auf den wir gleich noch zurückkommen werden, geschah etwas anderes. Da kam noch einer. Der Ingenieur und Amateurastronom Gennady Borisow erhaschte von seinem persönlichen Observatorium in Nauchnyi auf der Krim aus einem Blick auf ein Objekt, das sich vor dem Morgengrauen bewegte, mit einem Teleskop, das er selbst gebaut hatte. Schon auf den ersten Blick merkte er, dass es etwas Besonderes war. Er bewegte sich in eine andere Richtung als die Kometen, die den Hauptsteroidengürtel bewohnen, der rittlings auf unserem Sonnensystem sitzt. Nun bleibt nur noch die Frage, sind diese interstellaren Besucher natürlichen oder künstlichen Ursprungs? Dafür müssen wir eine Reise zu dem Ort unternehmen, von dem sie kamen. Der erste interstellare Besucher hieß Oumuamua, was auf Hawaiianisch Speer bedeutet, und kam aus dem Sternensystem Vega. Vega trägt den Spitznamen der Nordstern der Vergangenheit und der Zukunft. Vega ist ein heller Stern, der sich nur 25 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet und am Sommerhimmel der nördlichen Hemisphäre sichtbar ist. Da die Erdachse wackelt, verschiebt sich unsere Wahrnehmung des Nordens über einen 26.000-Jahreszyklus allmählich zu verschiedenen Sternen. Vega war vor mehreren tausend Jahren der Polarstern und wird diesen Status in etwa 12.000 Jahren zurückerobern. Anfang 2013 entdeckten Astronomen einen Asteroidengürtel, der Vega umgibt, was auf die Möglichkeit außerirdischer Planeten in der Mitte der Felsen hindeutet. Das Layout legt nahe, dass es zwei Bereiche gibt, eine äußere Region mit eisigen Asteroiden und eine näher am Stern gelegene Region, in der sich wärmere Weltraumfelsen befinden. Oumuamua war einer dieser Felsen. Die NASA hatte nur 11 Tage Zeit, um es zu beobachten, während es unglaublich schnell kreuzte, dreimal so schnell, wie die Erde die Sonne umkreist. Und dann war es außer Reichweite, zu klein und zu schwach, um entdeckt zu werden. Es trat in unser Sonnensystem ein und nachdem es an der Erde vorbeigeflogen war, beschleunigte es plötzlich auf seinem Weg aus unserem Sternensystem. Bei der Verfolgung von Oumuamua erwarteten wir, dass es einer hyperbolischen Umlaufbahn folgen würde, als ob die einzige Kraft, die auf es einwirkt, die Gravitation wäre. Aber das tat es nicht. Es war, als gäbe es eine zusätzliche Beschleunigung, als ob etwas Unbemerktes dazu drängte, zusätzlich zum Einfluss der Schwerkraft. Geformt wie eine längliche Zigarre, war sie, als sie entdeckt wurde, bereits an unserer eigenen Sonne vorbeigezogen, hatte eine glatte Haarnadelkurve vollführt und begann, in eine andere Richtung davon zu rasen. Vor allem zwei Dinge fixierten Wissenschaftler.
Das erste war seine mysteriöse Beschleunigung weg von der Sonne, und das zweite war seine eigentümliche Form. In den folgenden Jahren wimmelte es in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und globalen Medienschlagzeilen von Spekulationen. Während die NASA sehr bemüht war, es als Asteroiden und dann als Kometen und dann als Asteroiden und dann wieder als Kometen zu kategorisieren, wurde sehr deutlich, dass wir nicht die geringste Ahnung hatten, was es war. Wir immer noch nicht, seien wir ehrlich. Der Harvard-Astronom Avi Lieb schlug jedoch vor, dass es sich um eine künstliche Konstruktion handeln könnte, die von einer intelligenten außerirdischen Zivilisation hergestellt wurde. Ah, endlich jemand, der es wagte, auszusprechen, was alle beschäftigten, denn was auch immer es war, eines ist sicher, es hat unsere Physik herausgefordert und alle verblüfft. Nachdem es seinen sonnennächsten Punkt erreicht hatte, verließ das Objekt das Sonnensystem mit sehr hoher Geschwindigkeit relativ zu unserer eigenen Sonne, oder etwa 95.000 Kilometern pro Sekunde, mehr als genug, um sicherzustellen, dass es der Schwerkraft unseres Sterns entkommen würde. Aber selbst mit solch einer enormen Geschwindigkeit beschleunigte er sehr sanft und gleichmäßig, ganz im Gegensatz zu dem, was man von einem rauen und unregelmäßigen Kometen während des Ausgasens seines Eises erwarten würde. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Verhaltens bei einem natürlich vorkommenden Kometen ist höchst unwahrscheinlich. Am 7. Oktober 2017 bewegte es sich auf das Sternbild Pegasus zu und steuerte auf unbekannte Punkte zu. Bis dahin gab es mit der heutigen Technologie keine Möglichkeit, Oumuamua in unmittelbarer Nähe einzuholen und zu fotografieren. Somit sind die Daten, die wir zur Hand haben, alles, was wir jemals haben werden. Aber all seine seltsamen Attribute könnten eine perfekte Erklärung haben. Laut einer neuen Studie könnte es sich um ein außerirdisches Raumschiff mit einem leichten Segel handeln. In der Tat würde ein künstlicher Ursprung die vielen seltsamen Eigenschaften des kosmischen Besuchers ziemlich gut erklären. Wissenschaftler betrachteten das Objekt zunächst als Kometen, klassifizierten es jedoch als Asteroiden, nachdem die Beobachtungen keinen Schweif oder eine unscharfe Koma erkennen ließen. Allein Oumuamuas Entdeckung war so etwas wie eine Anomalie. Unser eigenes Sonnensystem wirft keine Oumuamua-ähnlichen Objekte ab. Astronomen haben das Green Bank Teleskop in West Virginia und das Allen-Teleskop Array in Nordkalifornien verwendet, um nach möglichen Pings zu lauschen, die von Oumuamua kommen. Bis heute hat das Objekt geschwiegen. Glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass 2I Borisov deutlich weniger schwer zu entschlüsseln ist als sein kosmischer Begleiter. Es wurde bestätigt, dass er der erste interstellare Komet ist, der jemals gefunden wurde. Ähnlich wie diejenigen, die an den äußeren Rändern des Sonnensystems verweilen, wird angenommen, dass 2I Borisov aus einer schlammigen Mischung aus Wasser, Staub und Kohlenmonoxid bestand. Es hatte einen sichtbaren Schweif und entsprach mehr oder weniger den Erwartungen der Wissenschaftler. Aber wenn überhaupt, lässt 2I Borisov Oumuamua noch seltsamer erscheinen. Es wird angenommen, dass 2I Borisov aus einem alten Sonnensystem herausgerissen wurde, dessen Zentrum ein roter Zwergstern war, der dunkelste und am häufigsten vorkommende Typ in unserer Galaxie. Basierend auf seiner Geschwindigkeit und Flugbahn hat ein internationales Team vorläufig berechnet, dass es um den Stern Ross 573, jetzt ein weißer Zwerg, entstanden sein könnte, der eine Region des Weltraums bewohnt, die etwa 629 Billionen Meilen, 965 Billionen Kilometer, von der Sonne entfernt ist. Sie vermuten, dass es nach der heftigen Kollision von drei großen Objekten in dieser himmlischen Nachbarschaft vor etwa 900.000 Jahren ins All geschleudert wurde. Nun, was Oumuamua betrifft, ich sage nicht, dass es Aliens waren, aber es waren Aliens. Liebe dieses Meme. Ein Wesen aus einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation würde ein Raumschiff entwerfen, das sich vor aller Augen verstecken könnte, wenn sie uns ausspionieren wollten, aber was weiß ich schon. Orbit. Jenseits des Blaus.